Ein wahres Paradies aus Playmobil. Ich persönlich hatte als Kind eine Kiste Playmobil und das war schon wirklich viel. Aber der Oliver Schaffer hier neben mir, der hat noch wesentlich mehr. Und aus einigen dieser Teile, die er hat, hat er hier im Kloster Eberbach die komplette Geschichte des Klosters nachgebaut. Wie kann ich mir das vorstellen? Es beginnt bei der Gründung des Klosters und wir haben hier versucht, die Themen, die fürs Kloster wichtig sind, im Laufe der Jahrhunderte, von der Gründung des Klosters bis quasi zum Rheingau-Musikfestival, da sind wir in der heutigen Zeit, die haben wir alle mit Playmobil nachgebaut, also genauer gesagt ich. 400 Mönche stehen hier, jetzt hattest du aber gar nicht so viel in deiner Sammlung, ne? Was hast du denn dann gemacht? Richtig, ich hatte 50 in meiner Sammlung, die kann man immer gebrauchen bei verschiedenen Ausstellungen und ich wollte jetzt nicht 350 mal 15, 20 Euro ausgeben, das war mir zu teuer. Gott sei Dank habe ich dann Playmobil gefragt, die hatten in der Produktion noch Mönche rumliegen sozusagen. Ich hatte eine Kiste Playmobil als Kind und das war schon sehr, sehr viel. Du hast ja das 700-fache wahrscheinlich ungefähr. Ich habe schon gedacht, ich wäre verrückt, du bist aber dann ja wahrscheinlich die Krönung. Wie kommt man eigentlich dazu? Ich habe als Kind habe ich Playmobil gesammelt, weil ich großer Zirkusfan war und habe dann Vorstellungen gegeben in meinem Zirkus Oliver. Die Geschichte ist eigentlich zu verrückt, um wahr zu sein, aber Playmobil hat mich angerufen, ob ich nicht eine Ausstellung machen möchte, beziehungsweise teilnehmen möchte zum 30-jährigen Jubiläum. Ich habe gesagt, na gut, ich stelle meinen Zirkus Oliver aus. Ja, und the rest is history, sagt man ja so schön. Wir stehen jetzt in meiner 50. Ausstellung. Jetzt ist Playmobil eigentlich als Kinderspielzeug bekannt. Wie bist du drauf gekommen, daraus Kunst zu machen? Daran sind tatsächlich die Museen schuld, die dann gesagt haben, Oliver, mach doch mal die Geschichte der Menschheit mit Playmobil. Ich erkläre das ganz gerne so, dass die Podestvitrinen, das sind eigentlich meine Leinwände und Playmobil, das sind meine Farben. Gibt es auch eine Ecke, wo Kinder, sag ich jetzt mal, hingehen können und Playmobil spielen? Ja, wir befinden uns ja noch ein bisschen in der Post-Corona-Zeit sozusagen. Es ist jetzt gerade so am Auslaufen. Deswegen können Kinder hier jetzt nicht mit Playmobil spielen. Aber ich kann allen versichern, dass sie ihre Nase an den Vitrinen platt drücken können. Und das höre ich immer wieder. Die fahren nach Hause, sind so inspiriert von dieser Ausstellung und bauen dann vielleicht sogar die Klostergeschichten mit ihrem eigenen Playmobil zu Hause nach.